Appenbart. Ich möchte nicht gestört werden, verstanden? Aus keinem Grund? Von niemandem. Jawohl, Herr Amtmann. Mit Ausnahme des Interrogators natürlich. Wo bleibt der eigentlich? Der Interrogator ist angefragt und auf dem Weg, Herr Amtmann. Das will ich hoffen. Wenn ich das Verhör schon wieder alleine führen muss, werde ich wirklich ungemütlich. Dann können Sie ja schon einmal auslosen, wer die Brücke anschließend wieder sauber macht. Der Beamte wird nicht lange außer Gefecht sein. Ich mach mal besser ein bisschen Dalli. Zertrümmert ihre Augenböden! Still, du übergeschnappte Hohlbirne! Wir müssen leise sein. Warum klebst du mir überhaupt dauernd am Fuß? Rufus gehört mir, verstanden? Zersticht ihm die Bauchdecke! Reißt ihm die Nasenflügel ab! Obwohl ich zugeben muss, dass es deinen Anregungen nicht an einer gewissen Kreativität mangelt. Cletus und Donna? Wie zum Donner kommen die denn hierher? Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich sollte lieber mal abtauchen. Ja, da sind wir auch schon wieder. Wir haben ein kleines Problem. Oppenbot. Deckung. Cletus und Donna. Gutes Versteck. Oppenbot. Der Schrank wäre ein perfektes Versteck, geradezu klassisch. Leider ist er besetzt. Typisch unser Oppenbot. Steht immer im Weg rum. Ja, da quatschen wir mal mit... Achso, wir beobachten natürlich nur da. Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich sollte lieber mal abtauchen. Okay, wir können uns das gute Versteck anschauen. Oh, ein zylindrisches Kegel. Nein, Tonnendings da. Genau das, wonach ich gesucht habe. Und rein da! Sehr gut! Das sollte als Versteck ausreichen. Aber erstmal raus aus diesem elenden Fummel. Und jetzt nichts wie in Deckung. Ach, da sind sie ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe Ihnen etwas Dringendes mitzuteilen. Ich bin der echte Cletus. Der andere war nur ein Betrüger. Okay, Sie werden sich also nicht mehr dagegen wehren, mit mir mitzukommen? Ganz im Gegenteil, ich bestehe sogar darauf. Na dann, vorwärts! Mit dem größten Vergnügen. Na, das ist ja mal eine quirlige Entwicklung. Okay. Das klappt ja wie am Schnürchen. Jetzt? Hä? Oh. Nanu? Wow, eine Pritsche. Wirklich originell. Wollen Sie eine Beschwerde vorbringen, Fräulein Goal? Meine Nase juckt etwas. Aber Fräulein Goal, wollen Sie mit dem Gejammer nicht warten, bis Sie einen echten Grund dafür haben? Ach, der Interrogator. Endlich. Lassen Sie uns alleine, Brückenwart. Jawohl, Herr Amtmann. Lassen Sie mich gehen, Argus. Wissen Sie eigentlich, wie viele unschuldige Menschenleben hier auf dem Spiel stehen? Ist Ihnen das vollkommen egal? Haben Sie denn kein Gewissen? Ganz im Gegenteil, meine Liebe. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Rufus? Oder... nein, Cletus? Wer... Weder noch. Gestatten, Argus, die rechte Hand von Oberkontrollrat Ulysses. Sie kennen doch Herrn Ulysses, nicht wahr? Und wie mir scheint, wissen Sie sogar, dass er das eigentliche Monster in dieser Veranstaltung ist. Jahrelang habe ich still dabei gesessen und zugesehen, wie die Ausrottung eines ganzen Volkes geplant und vorbereitet wurde. Nur um einigen Privilegierten ein besseres Leben zu ermöglichen. Ich darf wohl sagen... ich kenne Ulysses besser als jeder andere. Ich weiß, wie er denkt. Ich bin der Einzige, der diesem Wahnsinn ein Ende bereiten kann. Alles, was ich noch dazu brauche, sind die Aufstiegscodes. Aber dann stehen wir auf derselben Seite. Warum haben Sie Rufus und mich nicht gewähren lassen? Rufus, wenn ich dieses Wort schon höre. Ich werde die Rettung von 11.000 Seelen doch nicht diesem tollpatschigen Möchtegern überlassen. 11.000? Rufus hat mich immerhin gerettet. Ist das ein Witz? Wie ich das sehe, hat dieser Rufus ihn die ganze Zeit über nur Ungemach bereitet. Er will ihnen nicht helfen. Er benutzt sie nur, um aus seinem elendigen Dasein herauszukommen. Aber... gehen Sie mit mir, Goal. Ich werde Sie als Ihr Verlobter nach Elysium begleiten. Sie wissen,
Ich kann mir die Aufstiegscodes auch ohne Ihre Zustimmung nehmen. Aber ich weiß, dass Sie ein cleveres Mädchen sind. Sie wissen, dass Sie in mir die perfekte Wahl für diese Mission vor sich haben. Ich kann nicht. Warum nicht? Weil... Warum? Ich muss irgendwas tun. Wenn ich doch nur wüsste, wozu diese ganzen Knöpfe gut sind. Wahllos Knöpfchen drücken. Oh, schöner Knopf. Und groß. Hey! Hey, stopp! Dann drücken wir nochmal. Entschuldiger! Das bin ich nicht! Das ist die Maschine! Sie spinnt! Huch! Nein! Aus! Aufhören, hab ich gesagt! Wir haben auch keinen Kaffee mehr, den wir über das Pult kippen können, denn Inventar, Mausrad geht auch nicht. Na, drücken wir nochmal. Halt! Was ist das? Wie wird mir denn? Fräulein Goal, hören Sie mich! Sie haben eine Überdosis Sodium-Amytal injiziert bekommen. Sie müssen jetzt bei mir bleiben. Hören Sie? Bleiben Sie bei mir! Nein. Was? Warum nicht? Weil... Goal! Weil ich Rufus liebe. Nein! Stopp! Goal! Dann schafft mir unverzüglich diesen nichtnutzigen Tischmülleimer aus den Augen! Werft ihn von Bord! Sofort! Was hab ich getan? Goal! Was hab ich getan? Hinsichtlich Goals Tods und dem Verlust der Codes seien hier die Bonmots aufs Minimum beschränkt. Die Lage war trostlos, der Kloß in der Brust groß, wie der Koloss von Schrottos. Logisch, wenn man bedenkt, dass Rufus ins Bodenlose fiel und ihm sein Leben wie ein Spiel für immer am Auge vorbeilief, ein grauer Trauermarsch. Und da wurde ihm klar, dass dies das Ende war. Schloss aus, Game Over und alles im Arsch. Hussa und alles im Arsch. Tja, das ist eine überraschende Wendung, mit der ich einfach mal überhaupt gerade nicht gerechnet hätte. Und ich habe auch gerade das Ganze ein wenig bedauern müssen, dürfen. Ich bin immer noch geschockt, was mit Goal passiert ist. Schläft sie? Stirbt sie? Werden wir es erfahren? Werden wir es nicht erfahren? Werden wir das in der nächsten Folge erfahren? Ich weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall anscheinend wieder bei der Schrottpresse. Wahnsinn. Ich habe eigentlich gar keine Lust, jetzt weiterzuspielen. Ich weiß, dass Goal verloren ist, aber... Tja. Wir sind gerade gestorben und sind einfach wiedergekommen. Huch? Nochmal? Okay. Strange. Machst du dir gar keinen Kopf drum, dass du gerade seit stirbst und wiederkommst? Kann auch nicht wahr sein. Tja. Ja, nichts, tja. Schön. Was machen wir denn jetzt? Hier ist nichts zu tun. Ich kann nur das Ding nehmen.
alle guten Dinge sind drei, nicht wahr? Hier ist es schon heiß. Können wir dafür den Knopf kombinieren? Nein, können wir nicht. Also mit der Aussparung. Jetzt verstehe das doch. Tja. Verstehe das doch, dass du dich da nicht raufstellst, bitte. Oh Mann. Jo, nicht wahr? Was haben wir denn hier noch Schönes? Nüscht. Ich kann einmal drücken. Wir haben einen Knopf und eine Aussparung. Okay, wir benutzen Ying mit der Aussparung. Wir können es anschauen. Tja. Und wir können den Knopf benutzen. Und wir sterben wieder. Und wir können nichts tun. Und wir sind wieder da. Und er wundert sich nicht, verdammt nochmal. Ich würde ja den Knopf einfach mal gerne von hier drücken. So von der Seite, so von daneben, so. Jetzt den Knopf drücken, vielleicht kommt dann einfach ein neuer Rufus. Ich weiß es nicht, weil... Geh mal dahin und jetzt drückt man den Knopf. Nein, nicht unterstellen! Oh, Mann. Tja, das ist wohl die Hölle. Ja. Wir haben einen Knopf. Wir haben ihn. Nehmen wir mal mit. Wir haben eine Aussparung und einen Knopf. Dann drücke ich das mal da rein. Ja. Okay. Okay. Nichts. 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 Ich kann nur den Knopf drücken. Und was anderes kann ich nicht tun. What the hell? Ja. Ich würde jetzt gerne mal etwas ausprobieren. Speichern. Speichern. Laden. Ja, laden. Moment. In dem Moment, ich muss das mal einfach ausprobieren. Stell mich mal kurz da unter, speichere mal nochmal kurz ab. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Letztes Mal, im letzten Teil, mussten wir auch ins Menü gehen und da ein bisschen drin umherbasteln. Und ich sage jetzt einfach mal, ich kann nur die Animation unterbrechen und nicht, wenn ich jetzt lade. Was passiert denn dann? Nichts wahrscheinlich. Nee, es sind keine... ja. Ich könnte jetzt hier nochmal sagen, speichern, aber das bringt mir auch nichts. So, da komme ich auch nur in das Menü, okay. Ich bin überfragt. Wir können hier nichts tun. Tja. Da können wir auch nichts machen. Knopf. Tja, wir können auch nicht ausweichen, wir können auch nichts tun. Wir können es nur unterbrechen und wieder von vorne anfangen. Rufus wundert sich nicht, dass er immer wieder kommt. Tja. Wir können die Maschine nicht blockieren. Und so den Knopf drücken geht ja auch nicht. Ja. Na, ich weiß, dass du damit nicht anfangen kannst, aber ich will irgendwas machen. Das kann aber nicht wahr sein. Huch! Es ist ja... Hölle? Ha? Ha? Huch! Ha? Ha? Ja. Merkwürdige Bodenplatte. Im wahrsten Sinne, sie ist sehr merkwürdig. Hä? Ha? Ah? Was passiert hier? Geh doch einfach mal weiter, Rufus. Trau dich. Moment, ich drücke jetzt noch einmal den Knopf. Mal schauen, was denn wohl jetzt passieren wird. Wir schnappen uns gleich mal das merkwürdige Teil nochmal. So, das nehmen wir mal mit. Und stellen uns jetzt mal auf die merkwürdige Bodenplatte.
Und jetzt. Ah, ja, habe ich mir schon fast gedacht, aber. Oh. Machen wir gleich. Geht gleich los. Stromumkehrer. Den nehmen wir doch einfach mal mit. Wir können mal ein bisschen nach Eier noch aus da oben. Guck mal. Feuerschnabeltier gefunden. Ich habe davon natürlich leider bei den 10 nicht drauf geachtet, ob irgendwo noch ein Ei versteckt liegt. Wenn ihr eins gesehen habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren posten. Und dann werde ich da nochmal hinspielen und die ganzen Dinger mitnehmen. Natürlich im Schnellverfahren, um euch die ganzen Sachen dann zu zeigen. Das ist dann aber ein Offscreen-Part, wenn ich alle Folgen oder alle Teile dann zusammen habe. So, ein Stromumkehrer, ein Stromumkehrer. Moment, ein Stromumkehrer. Vielleicht können wir ja. Okay, Knopf. Nichts. Auch nichts. Damit können wir jetzt, also hier müssen wir jetzt irgendwas mit der Konsole machen. Mal schauen. Zurück, zurück. Ich kann jetzt hier. Ah. Ah. Oh. Ich kann hier ein bisschen vertauschen. Tauschen, tauschen. Ja, das ist natürlich super, dass ich hier irgendwas hin und her tauschen kann. Ich wüsste aber nicht, was mir das Ganze bringen soll. Hm. Ja, wir haben ja auch keine Indizien für irgendetwas. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht ganz sicher. Denn. Ha, Konsole. Kann ich das nicht mitnehmen? Oh, einen Moment, das war falsch geklickt. Tut mir leid. Wir haben hier 3 Millionen, also 5x5 Möglichkeiten, die Dinger zu ordnen. Ja. Also Feuer, Eis, das Ding in der Mitte, Baseballschläger. Nochmal so. Was soll's? Hier kann ja am ersten Knöpfchen drücken, können wir nicht. Nicht. Oh, wer hätte das gedacht? Es gibt auch keinen einzigen Hinweis darauf, was wir hier genau machen sollen. Zumindest meiner Meinung nach. Weil Knopf und Konsole. Und hier haben wir 5 Stück. Ja, genau. Hier sind auch keine Zeichen irgendwie irgendwo vermerkt, was wir auch in irgendeiner Art und Weise machen können. Ja, ich dachte, ich bin aus dem Rätsel raus. Aber Moment. Diesen Farben Feuerrot. Frost mache ich mal blau. Das weiß ich nicht genau, was das ist. Das tauschen wir nochmal. Oh, Moment. Ein Baseballschläger. Naja, machen wir immer mal so. Dolch ist eher so grün, eher nicht, aber machen wir mal, ja, machen wir mal so, ich weiß es nicht. Drücken wir mal auf den Knopf. Nicht. Wow. Schön, nicht wahr? Ja, dann werde ich die beiden, ne, Moment, ich tausche jetzt mal noch erstmal einen aus. Die beiden nochmal tauschen. Und drücke jetzt nochmal den Knopf. Ich wüsste jetzt nicht. Ja. Es kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Wer Lust hat, kann die Folge dann auch gerne überspringen. Das ist nämlich eine komplette Rätselfolge dann. Eine sehr lange Rätselfolge dann. Ach Moment, die hatten wir ja gerade getauscht. Dann tauschen wir die beiden links und rechts nochmal. Ich bin vielleicht davon überzeugt, dass das Feuerrot hier richtig ist. So, jetzt drücken wir nochmal einen Knöppi. Nicht. Wow. Again. Es gibt keine Hinweise, verdammt. Es gibt wirklich keine Hinweise. Nichts. Gar nichts. Weniger als nichts. Super. Außer, dass wir jetzt einen Stromumkehrer eingebastelt haben. Der jetzt anscheinend aufgeht, anstatt zu. Ich würde mich jetzt. Huch. Okay, wir werden geteilt. Verbrannt. Gefroren. Zersiegt.
und geschlagen. Und wir sind Crushed Eyes. Bing. Ja, jetzt machen wir das ganze Ding mal wieder auf. So, dann... okay, dann macht das Ganze nämlich auch wieder Sinn. Was wollen wir denn als erstes? Als erstes werden wir nicht zerschnitten, als erstes werden wir geschlagen. Dann werden wir zersägt, da können wir auch noch ausweichen. So, dann gibt es ein bisschen Feuer unterm Hintern. Jetzt haben wir auch eine Anleitung bekommen. Sehr schön, super. Gucken wir gleich mal nach, aber erst später. Dann spring mal rein da. Jetzt haben wir aber erstmal einen Hinweis. Mal gucken, was passiert, wenn wir als erstes geprügelt werden. Ja, das ist das Gleiche. Ein Häufchen. Ohren. Und wir sind weg. Bing! Wie können wir es schaffen? Ich kann erstmal in die Anleitung schauen. Schauen wir mal. Na prima, Rufus ist tot und in der Hölle gelandet. Alles, was ihm jetzt noch bleibt, ist mit der Hilfe der Sicherung die Reihenfolge der Demontagestation zu verändern, sodass er in einem Stück am Ende des Fließbandes ankommt. Aber was das jetzt noch bringen soll, tippgefällig erstmal noch nicht. Wir lassen uns als erstes frieren, dann lassen... das klappt glaube ich nicht. Ja, ich mach das mal so, also normalerweise, wenn wir eingefroren werden und uns dann verbrennen, müssten wir theoretisch wieder auftauchen. Wir gucken mal, ob das soweit stimmt. Knopf! Komm her. So, dann schauen wir mal. Ja, los, spring. Trau dich. Wir können probieren. Mehr bleibt uns nicht übrig. Wir werden gefroren. Wir werden verbrannt. Wir werden in Stücke geschnitten. Wir werden zersägt. Und wir werden geschlagen. Oh! Fast in einem Stück. Nur in Scheiben. Also müssen wir das Scheibenproblem noch lösen. So, mal schauen. Ich glaube... So, wir lassen uns dann den Ton verbrennen. Dann kann uns der Schlag nichts anhaben. So, die Säge können wir damit mal... Ich tausche das einfach mal so. Mal schauen. Zack. Zack und einmal runter. Oh, jetzt komm. So, wir werden als erstes gefroren. Zack, wir sind ein Eisklumpen. Dann verwandeln wir uns in Lehm. Dann sind wir wieder normal. Und dann... Und tot. Moment. Ich habe eine Idee. Eine vielleicht gute Idee. Eine sehr gute Idee. Ich glaube, ich habe die Lösung. Einen Moment. Einen Moment. Wir lassen uns erfrieren, dann lassen wir uns schnibbeln und nochmal schnibbeln. Anschließend lassen wir uns verbrennen, damit wir vielleicht zu einem Stück zusammenschmelzen und uns... das ging letztes Mal auch schon nicht, glaube ich. Wir probieren einfach mal, was passiert. Das würde mich nämlich jetzt wahnsinnig interessieren. Und wir drücken ein Knöpfchen. So, nebenbei, vielleicht mal so nebenbei... Die Let's Plays gehen jetzt, ja, weiter, denn ich bin jetzt in einem Büro und dort habe ich die Möglichkeit, richtig wunderschön aufzunehmen. In Scheiben, dann nochmal in Scheiben. Aber, im Normalfall, zack, müssten wir jetzt wieder zusammenschmelzen, aber das bringt uns nicht, weil wir immer noch in Stücken sind. Tja, was tun wir denn da? Wir gehen nochmal... Darwin Award. Wir haben uns oft genug getötet. Ich hoffe, ihr könnt das vielleicht auch sehen, diese Steam-Errungenschaft. Die dümmsten Tötungen, glaube ich. Oder, ja, also einfach mal googeln und recherchieren. Wenn ich mich erfrieren lasse und mich dann zerschlage, bin ich sofort in 1000 Stücke und dann bringt uns auch das Verbrennen nichts mehr. Also, das wird uns auch nicht viel bringen, aber es wäre ein Versuch wert. So, überspringen machen wir nicht. So, zack, Knöpfchen drücken. Und wieder ab nach unten. Ja. Keine falsche Scheu. Oh,
Oder Moment. Ah! Wump! Und zack! Wir leben! Er hat anscheinend keinen Bock mehr. Schrottballschläger, nehmen wir den mal mit. Ja, okay. Einen Schrottballschläger habe ich schon mal. Als nächstes werde ich mir dazu die passenden Antworten holen.